Toilette ist dann ungewohnt. Aber für euch auch mal ungewohnt wieder dieser Blick, oder? Was sagt ihr? So, erstmal guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu bei, wie auch immer, einem neuen Video. Ja, wie ihr im Titel schon sehen könnt, eine kleine Abschiedsfahrt. Eine Abschiedsfahrt von Carrie, von dem Eisenschwein, die mir da viel Spaß, viel Nerven, einige Videos und so weiter und auch einige Abonnenten hier auf dem Kanal gebracht hat. Und wenn alles gut geht, wird sie morgen verkauft. Und ja, guck mal, ich bin sie jetzt das letzte Mal gefahren. Wir haben jetzt April. Wir haben Mitte April. Und ich bin das letzte Mal das Motorrad hier gefahren an dem Tag meiner Hochzeit. Das ist der 3. September gewesen. Und ich habe zwischenzeitlich nur einmal die Batterie am Ladegerät gehabt und sie ist trotzdem angesprungen. Waren auf jeden Fall schon einige Interessenten da, aber keiner hat sie bis jetzt genommen. Viele unverschämte Angebote, also Nachrichten über, ja, ihr kennt das ja, eBay-Kleinanzeigen. Aber ja, also ich könnte auch schon eigenes Best-of-Kleinanzeigen machen, was das hier angeht. Aber da das Wetter heute spontanerweise relativ gut ist, wir haben glaube ich 15 Grad, Ostern ist auch schon vorbei, ich hoffe ihr hattet schöne Ostern, dachte ich mir, komm, ganz schnell, spontan die Kamera auf, ich hoffe Bremsen geht, ich habe nämlich hier meinen Finger ein bisschen lädiert, wie heißt das, Gelenkkapsel gebrochen, gerissen, irgendwie sowas. Aber ja gut, halt von alleine, tut halt einfach nur scheiße weh. Aber bremsen kann ich ja auch mit dem Fuß, also für so eine kleine Buttertour hier reicht das. Und ey, ich bin echt erstaunt, dass die immer noch so gut fährt. Klar, ein bisschen orgeln musste ich. Aber ansonsten... Bremsen tut sie, Licht funktioniert, habe ich vorhin schon alles probiert. Klar, die ist ja so, wie sie war, instand quasi... Stand so nur eine Garage. Weil ich vorhin gesehen habe, ich mache die Garage auf. Ich war da jetzt, glaube ich, auch 2 Wochen nicht drin. Ist meine komplette Werkzeugbank runtergefallen. Ich denke, das darf jetzt nicht wahr sein. Fast aufs Motorrad draufgefallen. Also, ich blende euch mein Foto ein. Ich weiß gar nicht mal, ob Carrie da steht, aber ich habe ein Foto gemacht. Blende euch das mal ein. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Das heißt, jetzt muss ich da wirklich mal was machen. Jetzt liegt wirklich alles rum. Alles liegt da rum. Aber ja, heute Morgen komme ich nicht dazu. Wie gesagt, heute nur schnell das Video hier drehen. Eine kleine Abschlussfahrt. Oh, boah, die hat aber mehr Dampf als meine Harley. Ja. Also die hat mehr Dampf als meine Harley. Das auf jeden Fall. So, wie viel Sprit habe ich? Oh, ich muss mal tanken. Habe ich überhaupt Geld dabei? Ja, komm, gehen wir mal tanken. Ich fahre einfach, guck gar nicht auf Benzin. Aber gut. Fahren wir mal tanken. Mal gucken, ob die Tankstelle, wo wir uns zum Ride-Out treffen, frei ist. Weil ich meine, da hat mir mal einer, ein Freund erzählt, da ist gerade aktuell irgendwie alles im Umbau. Deswegen mal gucken, ob da überhaupt frei ist. Sonst muss ich den Treffpunkt vom Ride-Out. Also Leute, ich habe zwar hier auch schon den Flyer gepostet auf YouTube, aber ich glaube, nicht alle gucken da drauf. Ja, ja, Benzin. Jetzt sagt er schon, ist leer. Okay. Jetzt gehen wir auf Reserve. Ja, jetzt kommt es wieder. Ride Out ist am 29.04. Wieder um 12 Uhr Treffpunkt an der Tankstelle da, wo wir uns immer treffen. Adresse. Ich kann es alles gerne nochmal in der Videobeschreibung hier reinballern. Ja. Ja, auch ungefähr so eine Niederrhein-Tour, aber diesmal andere Seite vom Niederrhein. Mehr so Richtung Xanten, Goch da oben die Ecke. Strecke muss ich mir noch raussuchen, aber so ungefähr habe ich einen im Kopf. Auch wieder roundabout 100 Kilometer. Treffpunkt ungefähr, also Ziel ist dann auch wieder Xanten, dass man sich da was zu essen, zu trinken holen kann. Und für diejenigen, die eine weitere Anreise haben, wie zum Beispiel mein Kollege aus Leipzig, der ist auch wieder am Start. Kollege kann man ja gar nicht mehr sagen, weil wir sind ja schon Freunde und er ist auch, ja, wie kann man sagen, offizieller Score-Pilot. Ja, deswegen... Der zählte, dann zählte ich. Dann kommt einer aus Bremen mit seiner Softail, mit der Springergabel. Der packt auch Zelt hinten drauf. Da sind wir schon mal zu dritt. Und falls einer Bock hat und sich anschließen möchte, dann auf jeden Fall gerne. Zelten werden wir auch in Xanten an so einem kleinen
Das in so einem Zeltstreifen sozusagen, da kann man direkt an seinem Motorrad zelten. Also das heißt, wir sitzen dann alle da zusammen, bauen unsere Base auf und haben dann noch einen entspannten Abend. Ja, ich werde auf jeden Fall einen kleinen Grill vorher schon hin organisieren, dass wenn man sich dann was zu grillen holen möchte oder vorher oder danach oder wie auch immer, dann und Grillkohle hole ich auch. Dass wir da schon mal ein bisschen was da haben. Ich denke mal, einen Kasten Bier werde ich mitbringen. Ja, und meine Zeltsachen. Ich werde die vorm Rideout schon hinbringen und aufbauen. Genau, so das Thema auf jeden Fall. Und es ist echt ungewohnt, hier drauf zu sitzen. Ich habe mich so an die Harley gewöhnt. Und hier sitze ich halt mehr so Superbike-mäßig. Ja, Superbike auch nicht, aber im Vergleich zur Harley ist hier schon anders. Und dann habe ich gleich noch einen anderen Anlass im Video. Und zwar die Verlosung, die ja stattgefunden hat. Oder dieses Giveaway wieder hier. Als Dankeschön für 1000 Abonnenten habe ich ja etwas aus meinem Merch-Dingster-Bumster zur Verlosung freigegeben. Und ja, den Gewinner, den werden wir nachher mal auserkoren. Also den Gewinner weiß ich schon. Ich habe das nämlich an dem Tag schon gemacht. Ich habe es aber aufgenommen, so dass ich es gleich einspielen kann. Und ich hatte erst überlegt, das ein bisschen anders zu machen. Aber ich dachte mir, mach es so, wie es immer gemacht hast. Auf dem Motorrad die Verkündung. Wäre natürlich auch geiler gewesen, wenn ich das jetzt hier live gemacht hätte irgendwo. Aber letztendlich, es sieht gut aus hier, die Tankstelle. Komm, dann tanken wir hier auch mal. Ich blende es halt ein, ich setze mich dann wieder irgendwo ganz gemütlich hin. Ach was, hier können wir sich doch treffen, das passt alles. So, letzte Mal tanken, das Motorrad. Hoffe ich zumindest. Aber was hoffe ich? Also ja, ich sag gleich mehr dazu. Tanken. Ihr seid live dabei, wie ich das letzte Mal Carry tanke. Das heißt live, aber ihr seid dabei. Es wird so oder so das letzte Mal sein, dass ich die tanke. Es ist ja fest, dass die Maschine weggeht. Was machen wir denn hier? Ja, Benzin am besten, ne? Ja. Wenn alles gut geht, geht sie auch in gute Hände. Aber erzähle ich gleich. Ja, reicht. Muss ja nicht ganz voll. Ach. Ich sehe schon ganz das Ding hier vergessen hier. So. Sieht schon schön aus, wie sie da steht, oder? Auf jeden Fall. Sonst hätte ich sie ja so nicht gebaut. Klar, keine Blessuren sind dran, aber hey, dafür, dass ich die in der Garage zusammengeschustert habe und so viel Glück mit den Teilen hatte und der Teilebeschaffung, kann man ja wohl nichts sagen. Ich hatte meinen ersten großen Ride-Out hier mit, oder überhaupt alles hatte ich. Also die hat schon Wumms, ey. Da kann man nichts sagen. Genau, was wollte ich erzählen? Ich glaube, dass wenn die Leute, die morgen angucken kommen, die Maschine in gute Hände kommt und dass sie die auf jeden Fall weiter zu ihrem Ziel bringen, also die Maschine jetzt. Klar, sie fährt so und ist auch verkehrssicher und alles und so. Ne, das wisst ihr. Ihr habt ja alles gesehen. Aber zum Beispiel der Motorlack ist nicht mehr so schön. Und klar, wenn es einen nicht stört, dann da kannst du so einfach weiterfahren. Neuen TÜV wird die so auch bekommen. Gar kein Problem. Und ist ja alles gemacht worden. Ihr wisst das ja zum Beispiel. Für die alten Videos alle geguckt haben von vorletztem Jahr oder letztes Jahr. Nee, vorletztes Jahr. So lange ist das schon her, Leute. Ehrlich. Ja. Ich hätte auch echt gedacht, dass ich die jetzt vielleicht nochmal an Ladegerät anschließen muss. Aber jetzt ist natürlich geil, jetzt wo ich fahre, lädt sich sowieso der Rest auf, der vielleicht noch hätte gefehlt. Aber müsst ihr euch mal reinziehen. Ich fahre sie ein Dreivierteljahr nicht sozusagen. Und trotzdem, zack, springt die an, ohne zu zurren. Das heißt, dann muss ich ja was richtig gemacht haben bei dem Bike.
Irgendwo jetzt, wenn ich auch weiß, dass sie eventuell morgen weg ist, meine Frau vorhin auch, irgendwo will sie das gar nicht, dass sie weggeht. Aber ich fahre sie halt einfach nicht, obwohl sie jetzt mega Spaß macht, aber ich fahre dann meine Harley lieber. Oh, schönes Auto. Und jetzt auf jeden Fall, also ich kann auf jeden Fall sagen, die hat ein bisschen mehr Bums als meine Harley, definitiv. Aber darum geht es mir ja gar nicht. Überhaupt nicht mehr. Davon bin ich ja komplett weg. Dieses Rumgeballere und Kurvengekratze und mit dem Knie auf dem Boden und so eine Scheiße, das brauche ich alles nicht, nicht mehr. Und egal, also ist schon ein bisschen wehmütig jetzt, wenn man jetzt weiß, es könnte die letzte Fahrt gewesen sein. Aber andersrum, ich habe sie, seitdem ich die Harley habe, nicht mehr angefasst, höchstens mal zum Umparken, weil sie im Weg stand. Das war es dann aber auch schon. Ist schon irgendwo schade, auf jeden Fall. Aber was soll ich machen nochmal? Das ist, jemand anders soll sich glücklich schätzen, so ein gutes Motorrad dann zu haben. Ich habe da echt viel. Also man muss ja schon sagen, ich habe hier in Deutschland eine weitere VN15 wieder auf die Straße gebracht. Und so können wir in Deutschland froh sein, wenn man denn möchte. Die kann man auch bestimmt bald als mit H-Zulassung anmelden, ich glaube. Dieses Jahr sogar. Ey, die ist jetzt 30 Jahre alt. Genau, die ist ja von 93. Und ja, also wenn da jemand Bock drauf hat, der müsste nur, ohne Witz, der müsste nur die originalen Luftfilter dran bauen, vorausgesetzt der TÜV sagt überhaupt irgendwas. Ansonsten könnte man hier, glaube ich, ja, und die Blinker, aber die sind ja alle dabei, könnte man theoretisch das Ding als H-Zulassung, als historisches Fahrzeug zulassen. Ja. Ob man es macht beim Motorrad, macht es Sinn? Keine Ahnung. Für mich macht es allgemein momentan noch wenig Sinn, auch genauso wie bei meinem Mercedes. Weil ich will den ja irgendwann als Alltag nutzen. Deswegen kommt das für mich vorerst nicht in Frage. Aber genau, die kommt halt in gute Hände. Da sind auch mehr oder weniger Bekannte oder Freunde von meinem alten Motorradclub. Aber mehr so aus der Bayern-Region. Aber als ich dann mit dem Mann telefoniert habe, der sagte, er hat dann kurz Zeit nochmal später angerufen, er hat noch was vergessen. Er hat mir dann Grüße von jemandem ausgerichtet, den ich auch verdammt gut kenne. Aus der Bayern-Region, aus meinem Motorradclub, wo ich halt drin war. Aber bin halt immer noch sehr gut und sehr eng mit dem befreundet. Und das ist auch ganz gut so. Daher weiß ich, wenn die morgen kaufen, dann kommt die Maschine in gute Hände. Und dann ist sie auch nicht irgendwo fremd, irgendwo weg, würde ich jetzt mal so behaupten. Sondern also ich weiß nicht, was aktuell los ist im Internet oder an Menschen, welche da meinen, für ein Apple und ein Motorrad zu bekommen. Natürlich, das Ding ist 30 Jahre alt und natürlich hat es auch Gebrauchsspuren. Wie gesagt, ich habe hier auch nichts Neues dran verbaut, also das ist alles so, wie es eigentlich auch wäre, wenn sie die letzten Jahre komplett durchgefahren wäre. Also mal davon ab. Aber dennoch ist das Ding fahrtüchtig, es ist verkehrstüchtig. Und verkehrstauglich, und dann wollen manche dafür nur 1000 Euro ausgeben, oder dann denke ich mir, ja, dann such mal weiter. So ganz ehrlich, also gerade jetzt aktuell, klar muss man das nicht ausnutzen, dass Preise gestiegen sind und so weiter, und ich glaube, ich verkaufe sie auch zum sehr günstigen Preis eigentlich. Ich verkaufe sie wirklich, also ich glaube, der ein oder andere von euch hat es auf Insta gesehen, beziehungsweise auch bei eBay Kleinanzeigen, sie steht überall drin. Und ich bin schon mit dem Preis runtergegangen. Ihr müsst euch mal überlegen. Ich habe mit dem Motorrad einige Kilometer gefahren, ich glaube 10.000 Kilometer waren es in den anderthalb Jahren. Dann habe ich ja YouTube damit viele Videos beschaffen. Ich habe dadurch Freundschaften kennengelernt. Ich habe euch da draußen kennengelernt, viele, die zu meinen Rideouts kommen. Und das mit diesem Motorrad. Ich bin mit diesem Motorrad zu meiner Hochzeit gefahren. Es war bei meiner Hochzeit dabei. Und natürlich, wenn es jetzt noch, das war auch der Wunsch meiner Frau, dass ich mit diesem Motorrad da hinkomme. Sonst wäre ich mit der Harley gekommen, weil die hatte ich da schon. Und die war da schon fertig. Aber es war der Wunsch meiner Frau. Deswegen habe ich hier so viele positiven Erinnerungen dran. Und ich habe auch so gut wie alles auf Video. Auch die Fahrt zur Hochzeit habe ich auf Video. Und da das hier die Abschlussfahrt und das Abschlussvideo von Carrie ist, werde ich zum Schluss am Abspann ein bisschen reinschneiden von der Fahrt meiner Hochzeit.
Wie gesagt, ich glaube, ich hatte die Kamera irgendwie vorne dran. Ich sitze dann hier mit meiner Schale und meinem Anzug. Also ein dicker Mops mit Anzug auf dem Bike. Ist lustig. Und dann wird es noch ein Foto geben von der Fotografin, die uns hier drauf fotografiert hat. Aber nur deswegen lasse ich das Motorrad jetzt nicht in der Garage rumstehen, weil sie nimmt mir uns bzw. nur Platz weg. Ich fahre es nicht mehr. Ich habe mein Favorite Shopper Cruiser Gerät. Ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen soll. Genau. Ich sag's mal Shopper. Und ich habe meine Harley. Und die Carrie war auf jeden Fall ein ganz großer Weg genau dorthin. Ihr habe ich das alles zu verdanken. Und auch wenn ich von dem Bike spreche, auch jemand ganz Besonderen, auch eine ganz andere Person, ich kann keine Namen nennen, aber der oder diejenigen, derjenige weiß schon genau Bescheid, wen ich meine. Auch ihm habe ich da viel zu verdanken. Er hat mir da auch unter die Arme gegriffen. Und ein sehr, 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 sehr guter Freund. Einer, der im Hintergrund viel agiert, den ihr niemals zu Gesicht bekommen werdet und niemals einen Namen erfahren werdet. Aber ein Freund, der wie, auch wie so eine Art Onkel für mich ist, könnte man sagen, aber auch einer meiner besten Freunde. So alles irgendwie. So, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber auch da, ihm habe ich Carrie zu verdanken mit. Kann man gar nicht anders sagen. Machen wir ein bisschen Filtering hier. Aber Leute, die Harley wird nicht mein einzigstes Motorrad bleiben. Irgendwann kommt der Tag, wo ich wieder so ein Schnäppchen mache. Ich weiß noch nicht, was für eine Art von Motorrad. Weil Cruiser-Shopper-mäßig bin ich ja angekommen, wie ich hin will. Und deswegen wird es wahrscheinlich keine Shopper werden oder sowas. Eventuell, ich tendiere so ein bisschen zwischen einer 125er und die so ein bisschen dann zu verschönern und wieder herzurichten. Weil eventuell, erstens, also es gibt da so zwei Gründe. Der erste Grund ist, eventuell macht meine Frau diesen B, was ist das, 196 oder wie das genau heißt, diese Führerscheinerweiterung. Und dann hätte ich direkt ein Motorrad für sie. Das andere Ding ist, 125er sind gerade richtig angesagt. Also wenn ich mir nur anschaue, das Video, was ich damals mit André gemacht habe, wo der nur neben mir hergefahren ist, das hat ja heute noch extreme Aufrufe. Also auch als Projekt für diesen Kanal, neben der Harley, halt die 125er. Und da wird es dann auch eher Richtung eine kleine Shopper werden. Weil da ist, da, ich weiß nicht, da ist die Nachfrage verdammt hoch und auch an Videos und ich krieg Anfragen über 125er, mach doch mal sowas. Das ist unfassbar. Und so könnte ich zwei Fliegen mit einer Klatsche erledigen. Naja, also es ist auch nur so ein Gedanke. Jetzt andersrum hätte ich auch Bock auf einer ganz alten Z oder so oder eine alte C4 oder eine, weiß ich nicht, und die zu einem Coffee Racer Scrambler Mix umzubauen. Auf sowas hätte ich auch mega, mega Bock, aber ich habe halt nicht den Platz für all das, was ich mir vorstelle. Dann eher eine Vernunftentscheidung zu sagen, ey, ich mache irgendwas, wo auch zum Beispiel meine Frau mit profitiert. Aber wie gesagt, das ist alles noch Zukunftsmusik. Jetzt ist der Mercedes noch dran. Das seht ihr ja auch auf dem Kanal. Und so gesehen, die Harley ist ja auch nicht fertig. Ich habe da schon wieder einen neuen Auspuff liegen. Aber auch die Z bin ich ja nicht mehr gefahren. Die Z bin ich ja schon nicht mehr gefahren, seitdem ich die hier habe. Oh, ich habe immer noch Blinker an. Und nur noch ganz, 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 ganz selten, weil sich bei mir einfach durchgesetzt hat, mehr der Shopper- und Cruiserfahrer zu sein. Worauf ich natürlich mega Bock habe, wäre natürlich auch eine Bobber. Vielleicht kriege ich ja dazu, wenn ich mich dazu entscheiden sollte, eine 125er zu kaufen. Und wenn der Fall eintritt, meine Frau macht auch diesen 125er-Schein, dass ich ihr die Bobber dann zurechtbaue, womit ich dann auch ab und zu für euch fahren kann. Aber dieser komplette Umbau oder das werdet ihr sowieso ja alles sehen. Das wird ja alles Bestandteil dieses Kanals sein. Aber dazu muss auch wieder, also mir wäre es natürlich lieb, wenn es dann auch wieder so ein Projekt wird wie die hier. Und ich hätte auch schon das ein oder andere Modell im Auge. Am allerliebsten wäre mir natürlich eine Kawasaki. Sage ich euch ganz ehrlich, so wie es ist. Und zwar zum Beispiel das Modell, was der gute Christian, mein Second Score-Pilot sozusagen, also der zweite echte Score-Pilot, mein roter Bruder aus der Zone, der fährt das Ding ja. Ihr habt die ja gesehen in den Rideouts. Und meine Frau passt perfekt da drauf. Absolut perfekt, ohne umzubauen, ohne irgendwie was. Und klar, die kostet ein bisschen mehr.
Glaube ich, aber man kann auch manchmal Schnäppchen machen, aber vielleicht kriege ich ja wieder sowas in der Art wie die hier, wo ich was dran machen muss, wo ich wieder ein Projekt habe, wo ich wieder Spaß dran habe. Die ist halt nicht ganz so groß wie das Ding, sie nimmt nicht so viel Platz weg in der Garage. Und sie ist halt auch leicht, dass wenn man mal hin und her schieben muss, dass es auch einfach geht. Es reicht dann schon, wenn die Harley da so ein Klotz ist, ganz ehrlich. Ja, so sieht das dann aktuell aus. Und jetzt muss ich mal eben überlegen, wo könnte man sich denn mal schön hinsetzen gleich. Weil ich muss ja das Giveaway noch auflösen für euch. Ich meine, ich könnte es doch einfach sagen, aber ich möchte natürlich irgendwo sitzen, das Motorrad hier ansehen, so wie ich es immer gemacht habe. Und ich weiß nicht, das sind solche Rituale, die möchte ich ein bisschen beibehalten. Ja, die macht schon Spaß, also. Hab schon wieder ein Grinsen. Also irgendwie tut es mir leid, dass ich das nicht gefahren bin, aber komm, was soll ich mich da 15 Mal wiederholen in einem Video? Also da bin ich schon stolz drauf, dass ich das wirklich geschafft habe. Aber wenn ich jetzt mal so zurück überlegt, als ich, ihr habt es ja gesehen, aber als ich das Motorrad, wir können jetzt mal so einen kleinen Rückblick machen. Das Video wird auch ein bisschen länger werden wahrscheinlich, aber scheißegal, dann haue ich mal eben ein richtig langes Video raus. Und Leute, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, die ersten Bilder von Carrie hier, wie ich sie gekauft habe und zu meiner Frau gesagt habe, Frau, ich habe da mal so ein halbes Motorrad gekauft und kam damit zu Hause an und die sagte, was ist das denn bitte? Das ist ja kein Motorrad, da ja, war ja nichts dran und das, wie willst du das denn schaffen und weißt, ob der Motor läuft und der ganze Heck weg, dann musste ein neuer Rahmen her, weil der alte Rahmen unten kaputt war oder irgendwo war der kaputt, ich weiß es nicht mehr. Musste alles umgebaut werden und ihr kennt das, ihr habt das alles gesehen und dann die ersten Erfolge, als ich die Elektrik dann mal zusammen hatte, weil die Elektrik hat ja auch gefehlt, also die ganzen Steuergeräte und all das. Alles, was bei dem Motorrad selten ist und Geld kostet, hat gefehlt. Der komplette Lachsatz hat gefehlt, sprich Tank, Fender vorne, hinten, die Seitendeckel haben gefehlt. Dann hat gefehlt, alles was an Relais, an Elektrik hier dran war, hat gefehlt, das Steuergerät, welches du auch recht schwer bekommst. Wenn du Glück hast, hast du mal eins bei eBay Kleinanzeigen drin, du weißt nicht, ob es funktioniert und so weiter. Also es war hier wirklich nur der Rahmen, den ich nicht gebrauchen konnte. Dann, gut, Bremsleitung und sowas, ne, solche Leitungen waren halt dran, die Räder vorne, hinten, die Bremsen waren dran und der Motor, das war's. Den Rest habe ich mir zusammengesucht über nicht ganz einem Jahr, aber dreiviertel Jahr locker. Und dann habe ich angefangen. Womit habe ich dann genau angefangen? Genau, als ich dann die Elektrik hatte, dachte ich, komm, jetzt kannst du mal probieren, ob der Motor überhaupt dreht. Und er drehte und er sprang sogar mal ganz kurz an. Der erste Erfolg. Also, ey, das war für mich wie, also ich hab mich gefühlt wie von OCC Customs da hier. Teutel, Junior und Senior, die so ein Motorrad zusammenbauen. So habe ich mich damals gefühlt. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, dass ich etwas mit meinen Händen in der Garage, mit den wenigsten Mitteln, die ich mir zur Verfügung habe, ohne dass ich den ganzen Bums gelernt habe. Was fährt der denn hier sich hier zurecht, hier der Eierkopf? Ne? Ohne dass ich sowas gelernt habe, ja, hinbekomme. Ja, und dann ging das los, Vergaser ausbauen, reinigen, da war alles verklebt und beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Ich hab halt alles gelernt und das, was ich nicht wusste, habe ich mir bei Google zusammengesucht und klar, ich habe auch so technisches Verständnis und ist ja nicht das, ich habe ja nicht von heute auf morgen das Schrauben angefangen, aber Leute, ne, sowas hatte ich vorher auch noch nicht gemacht, nicht bei einem Motorrad, bei Roller, ja, früher, vor über 20 Jahren. Scheiße, so alt bin ich schon, aber und jetzt habe ich da Bock drauf, ich will sowas wieder machen. Ne? Sowas ist irgendwie das, was ich hier machen möchte und sowas will ich euch zeigen und auch, was ich dann auch in Zukunft zeigen will, man kann mit relativ wenig finanziellen Mitteln und auch ohne Profisachen kann man auch wieder ein Fahrzeug auf die Straße zurückbringen. Man muss nicht das teuerste vom teuersten kaufen. Auch bei der Harley, ich hätte auch 6.000 Euro mehr bezahlen können und hätte mir eine fertige gekauft. Auch da habe ich ja gesagt, ne, dann hole ich die aus Holland und mache das alles selber. Ja, dass das alles ein bisschen anders ging, aber trotzdem habe ich es alles selber gemacht. Also hier gibt es nichts zu verstecken. Ein ehrliches Bike, ansonsten, ihr seht ja sowieso alles auf YouTube. Für den oder diejenigen, die da Interesse an dem Bike hatten oder haben oder wie auch immer. Oder wenn sie in Zukunft mal das Bike gekauft haben und sich was angucken, dann sehen die, ey, das ist doch mein Motorrad, die habe ich gekauft. Das ist doch der Vogel, von dem ich die abgekauft habe. Dann seht ihr das alles. Dann kann ich nur sagen, ey, euer Motorrad ist berühmt. Oh, und das ist jetzt, was haben wir jetzt heute? 14. April. Heute hat mein Vater Geburtstag. Das ist doch ein dreifach schöner Anlass, oder? Hier mal eine kleine Runde zu fahren.
Oh, da vorne ist Matsch. Ich will mich jetzt nicht abschmieren hier bei dem Matsch. Ja, die hat doch auch gut beinfrei. Also mit der kann man auch schön Serpentinen fahren. Definitiv. Ich kann auch nur mit den zwei Fingern bremsen, weil ich habe hier diesen kleinen Ringfinger, da wo mein E-Ring dran ist, habe ich mir irgendwie, fragt mich nicht wie, es hat auf einmal geknallt im Handgelenk, also beziehungsweise hier oben und wie heißt das jetzt? Gelenkkapsel gerissen, kaputt oder gesprengt, wie auch immer. Da kannst du auch nichts machen, das heilt von alleine. Aber ich dachte mir, jetzt ist irgendwas gebrochen oder so, ja, in dem Sinne ist es ja auch so. Aber da machst du halt nichts dran, es tut weh, es wird dick und mehr nicht. Naja, damit muss ich erst leben. Das heißt, ich kann auch nur die, so die beiden. Da habe ich kein Problem mit, wenn ich die beiden benutze. Der kleine geht auch, solange ich halt diesen kleinen Zeigefinger, den zweiten Zeigefinger, den Ringfinger, so, nicht großartig beanspruche, geht's. Ich kann auch nicht zudrücken oder so, dann merke ich, hier ist halt irgendwas, was im Weg ist. Das schmerzt dann extremst, aber ansonsten geht es. Ja genau, der Scorpio fährt hier mit gebrochenen Sachen durch die Gegend. Ja, was soll ich machen? Und übrigens, genau, das habt ihr das gesehen auf Instagram? Ich weiß nicht, ob der gute Brabka-Laden da schon, nee, Video hat er noch nicht gemacht. Er hat ja meine Koffer bekommen von dem Eisenschwein. Und er hat ja an seinem kleinen Eisenschwein gemacht. Leute, ziemlich geil. Ein Teil von meinem Eisenschwein bleibt in meiner Community, obwohl er seine eigene Community hat, aber bleibt in meinem Kreis, in dem ich verkehre sozusagen, nur halt auf Bremer Seite. Bleibt erhalten und er hat die so geil lackiert, die Koffer. Ehrlich. Richtig, richtig geil. So richtig in diesem Oldschool 70er Jahre Hanf-Style. Also super geil. Auch wohl meine Löcher, die ich hier schon, so wie ich das hier befestigt habe, hat bei ihm. Habe ich jetzt eine Fliege verschluckt? Ne, kann ja nicht. Aber irgendwas. Hat bei ihm größtenteils alles so gepasst. Und einfach nur geil. Ich brauche jetzt mal eine Bank. Ich meine, hier war mal eine Bank. Ja, da ist sie doch. Da ist sie doch, die Bank. Machen wir es so, damit wir das Motorrad auch schön sehen können. Benzinhahn auf aus. So, Leute, machen wir nochmal einen Rundgang. Das ist Carrie. Und genau so stand sie jetzt seit September in der Garage, unbewegt, ungefahren. Ihr seht es, die Reifen sind noch neuwertig. Dann habe ich nicht mal 10.000 Kilometer. Das ist sogar Quatsch, was ich erzähle. Wenn überhaupt mal 5.000 Kilometer gefahren. Ich weiß es gar nicht so genau. Klar, ich hätte jetzt auch waschen können und so, ne? Aber ansonsten, sie steht genauso da, wie ich damit zur Halle. Ach, zu meiner Hochzeit gefahren bin. Und so kennt ihr das Bike, so habe ich sie aufgebaut. Und klar, wenn ich sie jetzt sauber gemacht hätte, wäre sie noch schöner. Aber sie ist trotzdem schön. Wenn ich mich jetzt hier hinsetze, ist es schon so, dass ich dann nicht hinterherholen würde, aber es ist schon so ein Motorrad, wo ich sagen kann, dem habe ich viel zu verdanken. Mit dem Motorrad habe ich viele von euch zu verdanken. Würde ich jetzt mal so behaupten. Oh, die Bank ist aber, ja, leck mich doch fett. Was wollte ich denn erzählen, seit ich jetzt hier bin? Ach ja, genau. Der Gewinner. Also ich habe das wieder so gemacht hier mit der App. Das war, ich habe bei Google eingegeben. Machen wir das mal so. Genau, pick a winner. Dann hat er 10 Kommentare gefunden. Ja, genau, Beerwood hat gewonnen. Erstmal Glückwunsch zu 1000 Follower. Mach weiter so und bleib wie du bist. Hashtag, ich bin ein Scorpilot Beerwood. Du hast auf jeden Fall das Paket gewonnen, was ich da angepriesen habe. Melde dich einfach bei mir. Ungefähr weiß ich ja, wer du bist. Fährst auch Mercedes und so. Du bist öfters, was ich auch geil finde, derjenige, der gewonnen hat, ist sogar in meiner Twitch-Community unterwegs. Guckt mir auch bei Twitch zu, wie ich da GTRP zock oder auch Wilder Westen oder wenn ich von meinem Content von der Harley erzähle. Da zeige ich auch öfters mal, wie ich ein Video bearbeite und all so ein Kram. Und da kommt der gute Beerwood her. Ja,
waren schon ein paar Stück, die mitgemacht haben. Ich denke mal, ja, bei 1500 wird wieder das nächste geben. Mal sehen, was es dann wird. Ich denke mal, wieder irgendwas von Polo oder Tankgutschein oder vielleicht lasse ich mir irgendwas anderes mal einfallen oder so. Vielleicht habt ihr auch Ideen, was man so machen könnte. Genau, ich wollte euch noch zeigen, was ich auch unbedingt mitnehmen musste, als ich losgefahren bin. Ihr kennt das Ding noch, Scorpedius hier. Das hat meine Frau mal gemacht. Und dann steht da Carry drauf. Und das Ding werde ich auch behalten. Und ich werde noch was von Carry behalten. Ich werde nicht alles mitgeben. Und zwar, das Ding hier habe ich umgeschraubt. Das ist das, was ich zusätzlich noch hatte. Das originale Ding, womit ich alle Touren gefahren habe, also hier dieses, nennt man das Dashboard, habe ich abgeschraubt, weil das will ich mir irgendwie auf eine Platte machen und mit dem Carry-Zeichen. Ich brauche kleine Andenken an dieses Motorrad, weil ich so viel hier zu verdanken habe, also ich persönlich. Ich weiß nicht, wie ihr dazu seht oder vielleicht denkt ihr auch, ey, der ist bescheuert. Aber wie ihr wisst, ich habe mein Herz auf der Zunge. Ja. Genau. Ich hatte sogar mal überlegt, besorgst einfach eine originale Sitzbank und behältst die Corbin-Sitzbank, aber was soll ich damit? Ganz ehrlich, was soll ich denn noch alles behalten? Wisst ihr, was ich meine? Ansonsten gebe ich alles ab. Ich habe ja noch die Cobra-Auspuffanlage, die ich mal geschenkt bekommen habe, die lege ich dabei, obwohl da ein Stück vom Krümmer fehlt. Aber einer, der schweißen kann und sich was selber zurechtbauen kann, der kann die auch wieder reaktivieren und... Ne? Sonst, die ist voll funktionstüchtig. Ihr seht es ja. Ich fahre damit ja jetzt gerade auch wieder. Ne? Und dann denke ich mir auch, die ist schon ein geiles Motorrad. Auf jeden Fall. Und hätte ich mir auch bei dem Lack, bei dem Motor viel mehr Mühe gegeben. Der wird auch viel geiler aussehen. Da habe ich alles falsch gemacht, wahrscheinlich, was man nur falsch machen kann. Obwohl alles fettfrei war, alles angeschliffen. Aber es war kein 2K-Lack. Dann habe ich ja anscheinend nicht richtig geschliffen. Dann ist mir immer was draufgefallen. Da platzt der Lack ab und so. Und das ist so das optische Mankel wirklich, was mich an dem, ja, was heißt stört, aber wo ich versagt habe. Und aber wenn ich überlege, ich habe, was ich nicht hatte, waren die Seitendeckel, die waren nicht da. Diese Abdeckung für die Zündanlage, die war nicht da. Die Zündanlage war nicht da. Die Zündkabel, ja, waren welche dabei, aber die waren Schrott. Dann war die komplette Elektronik, die hier und darunter, die war nicht da. Das Schutzblech vorne, hinten, der Tank, dass ich das alles in einem Lack bekommen habe, ohne dass ich da irgendwo spritzen muss, das war alles nicht dabei, das war alles Glück. Dann ja auch die Deckel selbst, die waren nicht dabei. Was, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll, aber ihr kennt die wenigstens, was ich alles besorgen musste. Ja, viel Kleinzeug halt, ne? Und viel Arbeit vor allen Dingen, aber hat sich gelohnt, auf jeden Fall, es hat sich gelohnt. Und ich hoffe, dass sie wirklich in gute Hände kommt und dass sie auch weiter gefahren wird. Und dass sie, vor allen Dingen, dass sie gefahren wird, weil die ist einfach zu schade zum Rumstehen. Dann hatte ich ja, weil sie immer, wenn ich gefahren bin und die abgestellt habe, hat sich so nach ein paar Tagen immer so eine kleine Pfütze unten drunter gebildet. Und ich dachte, hier unter diesem Deckel, der jetzt, wo man jetzt gerade schöne Sonne sieht, der Lack da drauf ist auch nicht schön. Ich habe einmal drüber gesprüht, weil hier ist immer Benzin runtergelaufen. Und das wird auch jetzt gleich wieder passieren. Deswegen habe ich hier so ein Ding. Und der hat den Lack mitgenommen und mit längerer Zeit ist das dann auf den Boden getroffen. Und ich dachte immer, scheiße, die tropft wieder Öl. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, gehen wir mal ein paar Videos zurück oder anderthalb Jahre zurück. Hier drunter ist ja die Lichtmaschine und da war die Dichtung kaputt. Da habe ich ja mit so einem Dichtungsgummi hier, was man so auftragen kann, abgedichtet. Und ich dachte, da habe ich vielleicht nicht richtig gearbeitet. Und dann baue ich das alles ab und ich so, da ist alles trocken. Dann war es wirklich nur Benzin mit Lack von diesem äußeren Deckel. Aber dass das jetzt hier so gerissen ist, sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Ja, egal, das ist auch nur der Lack. Habe ich nicht sauber gearbeitet. Ja, so ist es einfach, ne? Ich bin halt kein Lackierer, obwohl ich das alles viel schöner schon gemacht habe in meinem Leben. Aber ich verstehe auch nicht, warum ich da jetzt ausgerechnet so rumgeschludert habe. Aber so ist es jetzt einfach. Ja. Leute, 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 fährt schon echt geil, muss ich jetzt wieder sagen. Von der Sitzposition her gefällt mir das auf der Harley deutlich besser. Füße breite, das ist alles breiter und größer gehalten. Aber hier drauf, auch super. Was hier natürlich geil ist, ich rutsche nicht nach hinten weg. Bei der Harley muss ich mich festkrallen. Beerwood, du hast gewonnen. Nein, nicht das Motorrad, sondern, was hatte ich nochmal verlost? Genau, ein... Das war so ein Paket, was ich da mal zusammengestellt habe, ne? Ich glaube, es war T-Shirt, es war Pullover und ich glaube sogar eine Cappy. Du sagst mir dann, welche Größe du hast, guckst auf meiner Seite, da müsste auch irgendwo Größentabelle sein, gibst mir da durch, mache ich dir ein schönes Paket fertig, beziehungsweise
lasse ich dann direkt auf dich bestellen, sozusagen, weil ich zu Hause habe die Sachen ja nicht. Und dann lasse ich die dir zukommen. So. Ich mache jetzt noch genüsslich weiter meine Abschiedstour sozusagen. Und ja. Boah. Ich hoffe, die kommt in gute Hände. Aber wenn ich jetzt mal so wirklich zurück überlege, viele schöne Zeiten mit der gehabt. Und die war der Grund, warum ich überhaupt auf Harley gekommen bin. Wisst ihr noch? Ich habe die gekauft, die ist noch gar nicht gefahren. Da war die ja schon zu Hause. Schrott. Und dann bin ich mit meiner Z nach Thunderbike gefahren, bin ich das erste Mal Harley gefahren. Und da war für mich erst so richtig, nee, da habe ich die noch gar nicht gehabt. Genau, das stimmt gar nicht. Und erst dann bin ich wieder drauf gekommen, boah, du musst irgendwas machen, du musst irgendwas haben. Da habe ich ja mit YouTube gerade angefangen gehabt. Das war, glaube ich, sogar noch im ersten YouTube-Jahr, ne? Als ich die Harley gefahren bin. Die 48, das legendäre Video irgendwie. So, wenn man, was ich auch so krass finde, egal, sei es jetzt Harley Davidson in Viersen gewesen oder sonst wo, eine, die ich treffe, boah, du warst doch derjenige, der auf der 48 so ausgeflippt ist und so, also das war so ein geiles Video. Und das waren einfach pure Emotionen und da hat mich das Fieber wieder gepackt, mich doch mal mit einer Shopper zu versuchen, so, weil, und dann kam ja Carrie, dann kam man die 415, völlig unverhofft, einfach so für wirklich ein Apfel und ein Ei und was ich dadurch jetzt alles erlebt habe, ach, das habe ich jetzt schon mehrmals erzählt. Brauche ich gar nicht mehr erzählen, aber diese Dankbarkeit wegen diesem Motorrad und mit dem, was ich dadurch alles erlebt habe, ist auf jeden Fall groß. Wenn ich mich selbst damals hätte fragen müssen, hör mal, schaffst du das? Kriegst du daraus so ein Motorrad? Hätte ich gesagt, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Und ich glaube, ich bin froh, dass das alles so geklappt hat, wieder geklappt hat, ehrlich. Weil was soll ich da anders zu sagen? Ich danke euch da draußen, dass ihr meine Videos guckt. Ich danke jeden einzelnen Abonnenten, der da ist, der mal da war, der noch dazu kommt, der wieder gegangen ist und seine Zeit trotzdem hier auf dem Kanal verbracht hat und mich in seiner Zeit, der geguckt hat, irgendwie supportet hat. Oder selbst wenn er nicht supportet, aber jeder, der so ein Video anklickt, hilft irgendwo dabei. Und keine Ahnung, wie man sowas in Worte fassen kann, aber nur dadurch, dass Leute etwas bei mir gucken, habe ich halt solche Ideen, solche Sachen wieder umzusetzen. Und es ist auch egal, was für ein Motorrad jemand fährt. Irgendwie nichts, das eine ist nicht besser als das andere. Okay, es gibt vielleicht qualitative Unterschiede, aber der Mensch ist dadurch nicht besser. Nur weil ein Mensch, oder ich bin jetzt nichts Besseres, nur weil ich eine Harley fahre, als jemand, der sich das nicht leisten kann. Oder auch nicht leisten will, weil es ist einfach viel Geld. Und sich dann, sage ich jetzt mal, was anderes dafür nur kaufen oder nur leisten kann. Deswegen ist derjenige kein schlechterer Mensch oder ein etwas weniger Mensch wert. Oder ihr wisst, was ich meine, ne? Also das macht den Menschen nicht aus, sondern der Mensch macht den Mensch aus und nicht die Gegenstände. Das müsst ihr euch mal ein bisschen merken. Nur weil einer jetzt eine Harley fährt, ist der nicht irgendwie eine Klasse höher gesprungen oder so. Oder nur weil einer einen Porsche fährt oder sonst wie was. Ihr wisst, was ich meine. Materielle Dinge machen den Menschen nicht aus. Sondern das Herz, der Verstand und die Art und Weise machen den Menschen aus. Meine Abschlussfahrt, ich weiß nicht, soll ich laufen lassen und einfach mal die Klappe halten dabei? Halbe Stündchen noch oder was? Vielleicht mache ich einen Schnelldurchlauf. Zum Abschluss. Ne, ich wollte euch ja am Ende nochmal zeigen und ein bisschen einblenden, wie ich damit zu meiner Hochzeit gefahren bin. Das werde ich dann jetzt einblenden. Und das eine oder andere Hochzeitsvideo, Video nicht, aber Foto, wie die gute Maschine mich wirklich zum Altar gebracht hat, kann man so fast sagen. Es wird, da wird schon ein bisschen komisch sein, die dann nicht mehr da zu haben. Und es wird bei ihr auch deutlich stärker sein, als wie damals mit meiner damaligen Traummaschine mit der Z. Aber weil die habe ich ja wirklich mit eigenen Händen so gebaut, wie sie da jetzt ist. Klar ist es nicht perfekt, ne? Und ich bin kein Motorradbauer oder sonst irgendwie was, der ganz andere Möglichkeiten hat, Dinge neuer aussehen zu lassen, als sie sind. Ich habe Dinge einfach gekauft, so wie sie sind, da dran gebaut und original gehalten, wie es einfach war. Und so wird es auch wieder gehen. Aber halt als eines und als fertiges Bike wieder auf deutschen Straßen. Also ich glaube, da kann ich schon sagen, du hast irgendwo ein Stück, also kann ich zu mir selber sagen, da ist da irgendwo ein Stück Ingenieurstechnik
und so weiter aus den vergangenen 30 Jahren wieder zurück auf die Straße gebracht habe, weil da, wo sie stand, die wäre auf den Schrott gegangen. Die wäre irgendwann auf den Schrott gegangen, die stand da schon 10 Jahre, ihr kennt das alles. Ihr kennt die Geschichte, ja, die stand über 10 Jahre da in der Halle rum und nur halb, Reifen kaputt und alles platt und das hat niemanden geschert und wenn derjenige die Halle abgegeben hätte, dann wäre das Ding auf den Schrott gelandet. Und das wäre viel, 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 also jetzt weiß ich zu 100%, es wäre einfach zu schade gewesen. Guckt mal mit wenig Mitteln eigentlich, wenn man mal so vergleicht, wie wertvoll so ein Geschöpf Gottes Natur eigentlich ist. Ich laufe wieder nur Scheiße, aber ist so, wie wertvoll so ein Teil eigentlich ist. Also sagen wir mal emotional und wertvoll für Historiker vielleicht jetzt nicht so, wie sie aussieht mit dem lackierten Motor und so. Es gibt ja so Original-Hugos und so weiter, ihr kennt das alles, aber trotzdem ist es halt ein Stück Geschichte, was wieder zurück auf der Straße ist. Und da bin ich stolz, dass ich daran teilhaben konnte, durfte und dass ich eigentlich die treibende Kraft war, dass das Ding wieder zurück auf die Straße kommt. Was danach passiert mit dem Ding, ich weiß es nicht. Vielleicht macht jemand das Ding noch geiler, noch schöner. Und kann ja alles sein. Ich für meinen Teil, ich habe hier meinen Job erledigt und ich bin mehr als zufrieden, wie ich das geschafft habe mit meinen Mitteln, die ich habe. Und blick eigentlich so in die Zukunft. Die Harley braucht jetzt auch ein bisschen Liebe, will ich jetzt nicht sagen. Aber die ist halt, man ist nie fertig, ne? Ihr wisst das ja. Dann der Mercedes und es wird ein nächstes Motorradprojekt geben. Auf jeden Fall. Nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen. Es wird dann auch wieder ein hässliches Endline zu einem normalen Endline gemacht. Ja, Leute, ich bin schon wieder sonst wo mit meinen Gedanken, ey. Und ab geht hier die wilde Fahrt. Leute, in dem Sinne, ich genieße jetzt noch ein bisschen, denn ich muss auch ein bisschen Zeit genießen. Natürlich macht es Spaß, mit euch zu quatschen. Beziehungsweise, ja, es ist kein direktes Quatschen mit euch, aber ihr wisst, was ich meine. Ich lasse die Kamera laufen, vielleicht passiert da irgendwie was, aber wenn nichts passiert, dann seht ihr ein paar Minuten im Zeitraffer oder vielleicht ein paar coole Aufnahmen. Es wird ein elend langes Video werden, aber für die Abschlussfahrt von Carrie, glaube ich, ist es doch mal erlaubt, oder?